Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören gleich das Duett Parle-moi de ma mère zwischen Micaela und Don José aus dem ersten Akt von Georges Bizets Carmen. Es handelt sich hier um ein Duett zwischen einem Sopran und einem Tenor. Und in der romantischen Oper ist das eigentlich immer das große Liebesduett. Hier dagegen sieht es etwas anders aus. Wir können zwar getrost annehmen, dass Micaela in José verliebt ist, aber José hat schon jemand ganz anderen im Kopf. Um José trotzdem rumzukriegen, geht Micaela strategisch vor. Sie erzählt José von seiner Mutter. Sie weckt Erinnerungen an die gemeinsame Kindheit in einem baskischen Bergdorf. Und als Josés Gefühle erstmal solcher Art geweckt sind, spielt sie ihren großen Trumpf aus. Einen Kuss, den sie ihm von seiner Mutter übermitteln soll. Dieses Duett hören Sie gleich, gesungen vom Sänger-Ehepaar Charles Castronovo und Ekaterina Sjorina. Beide sind an der Deutschen Oper Berlin schon zu erleben gewesen. Ekaterina Sjorina konnten Sie als Mimi in La Bohème hören und Charles Castronovo unter anderem als Ruggero in Puccinis La Rondine oder eben auch als Don José in Carmen. Begleitet werden die beiden vom musikalischen Studienleiter der Deutschen Oper Berlin, Chris White. Thank you.
Thank you.